Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Icewind Dale. Ja, erstmal zu Anfang ist es natürlich ein bisschen schade, dass diese Folge jetzt etwas verspätet herauskommt. Nicht wie gewohnt am Montag, sondern ich hoffe, dass, wenn ich hier fertig bin, dass die wenigstens dann Dienstag kommt. Also klar, für euch ist es dann schon der Tag, aber ich hoffe, dass ich das schaffe, diese dann noch rechtzeitig bereitzustellen. Sicher ist nur, dass sie auf jeden Fall schon zu spät ist und wir schauen uns hier erstmal weiter um, was wir so haben. Denn es ist bereits Montagabend, wo ich jetzt hier sitze und das für euch aufnehme und demnach ist definitiv schon mal klar, dass die Folge zu spät ist. In dem Regal stehen verschiedene Sätze und Bücher mit Werken und Titeln wie Menschengerichte bis obsidianische Nekromantie. Ja, okay. Wir haben aber ein paar Schriftrollen bekommen, die wir Vikare geben können. Denn Vikare kann Flammenfall schon und Tiere, Monster beschwören kann sie auch schon. Ja, das sind sprühende Farben. Den können wir eigentlich mal gegen. Auch so ein Flammenfall ist gar nicht so schlecht. Nur mal beschwören. Falls uns bei Trollen mal die Feuerzauber ausgehen. Ist so eine Schriftrolle gar nicht verkehrt. Jetzt ist mein Mikro hier gerade ein bisschen hin und her gezübbelt. Ich muss ein bisschen aufpassen, mich zu bewegen. Alles noch so ein bisschen provisorisch bei mir befestigt. Denn ich bin jetzt umgezogen und ein kleines Büro. Und jetzt kann ich mich ein bisschen entspannter hier bewegen. Aber dadurch ist halt alles noch ein bisschen, ja, lose und ja, wir schauen uns hier um. Hier müssen wir eigentlich auch noch auf ein paar Feinde treffen. Ich meine nicht, dass wir hier schon alles besiegt hatten. Aber unsere, oder sind die schon alle angekommen? Ja, wir gehen erstmal in den Raum hier. Hier haben wir ja noch was zu plündern können. Sind nur Bücher. Wahrscheinlich nichts Wichtiges. Tiere sind deine Freunde über die Gewaltlosigkeit. Hier, danke, lass mal. Das sind wahrscheinlich diese Pseudo-Bücher. Hier hinten ging es. Ach, hier hinten geht es jetzt auch rein. Ich mache mal Quick Save. Und schauen wir mal, wenn wir hier reinschauen. Das sieht aus, als ob wir da irgendwo hinkommen, wo ich noch nicht hin will. Ja. Hier ist der Raum wieder. Willkommen zu unserer Versammlung, mein Freund. Würdet ihr gerne einen Happen essen? Wir wollten gerade unseren Tisch beginnen. Ihr Monster, wir bleiben mal da. Wir wagen es, weil wir uns nicht fürchten. Ja. So, Mut, Tat umsetzen. Ja. Wir gehen jetzt hier mal eben ein Stück zurück. Geht mal eben. Denn so müssen die erstmal durch die Tür kommen. Ich hoffe, dass wir damit ein bisschen Zeit gewinnen. In der Zwischenzeit kann nämlich mal eben Vikare ein bisschen verschwimmen. Du machst gar nichts. Du darfst. Ja, was darfst du denn? Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Sprühende Dorn? Ja, das ist nichts. Wir legen mal das hier hin. Ich hoffe, wir stehen weit genug weg. Das hoffe ich wirklich sehr. Und du darfst einmal ein Gebet sprechen. Und ich hoffe, dass das ausreicht. Alle bis, ich wollte gerade sagen, ist jetzt auch noch erwischt. Nein, hat nicht gereicht. Du warst weg, ja. Rezite und. Okay, verbrauch mal deine Zauber da, während wir hier draußen stehen. Ich hoffe nur, dass das hier. Nicht, dass der ganze hier nach außen rumlaufen jetzt, ne, sondern. Kann ja auch sein, dass die von der Seite kommen. Wer weiß. Sehen wir dann ja. Jetzt kommt auf jeden Fall gar nichts an. Aber den wahrscheinlich vollkommen umsonst verbraucht. Ich hatte nur geglaubt, die kommen direkt hier durch. Ich hätte sie vielleicht vorher mal anlocken sollen. Jetzt ist das erstmal so. Wir könnten ja Ja, natürlich mal eben hier mit unserem klingt Dieb gut. schauen, ob die von der Seite kommen. Das glaube ich aber irgendwie nicht. Weg ist so viel zu lang.
Wir warten. Gib den Befehl. So, was war das hier? War das täglich? Das Gebet wirkt schon nicht mehr. Naja, da war ich ein bisschen zu voreilig. Passiert. Wenn die jetzt hier noch mal aufhören zu wirken, dann schicke ich mal einen Kämpfer rein. Also so jetzt? Ne, jetzt, die wirken noch. Ich dachte gerade, die hätten schon aufgehört. Die wirken aber schön lange, das gefällt mir. Ich mag die. Ich mag sie sehr. Abgesehen davon sind sie lila. Das ist immer toll. Jetzt haben sie aufgehört. So. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Jetzt können wir auch mal eben die Pausentaste drücken. Ja? Denn du darfst jetzt hier mal eben Ungeziefer beschwören. Während du noch gar nichts machst und du noch mal mal eben was wirkst. Achso, ja, hier. Attacke. Du auch. Jetzt wirkt Gesang. Und damit sind die... Ja, komm, geht hier rein. Damit dürftet ihr doch... angelockt werden, so. Yuan-T. Sehr schön. Lock mich schön einzeln hier an. Ja, bin schon dran. Das gefällt mir. So kriegen wir die doch gut weg. Geh mal hier hin. Was? Verstanden. So als Puffer vorne weg. So, und da haben wir schon die nächsten. Die kommen dann hierher. Da ist auch der hohe Ritualist mit bei. Jetzt müssen wir warten, bis die mit den Bombardierkäfern fertig sind. In der Zwischenzeit kannst du schon mal hier wieder Tiere beschwören. Denn die müssten die dann wieder aufhalten. Das sind ja nur Goblins. Das bringt ja echt gar nichts. Bereit. In Ordnung. Wahrscheinlich so gut wie nichts. Na? Die Bombardierkäfer sind auch noch beschäftigt. Ja, dann Attacke. Und nochmal. Immer alle auf einen. Da kann man eine ganze Menge mit reißen. Aber die sind nur leicht verletzt, also wirklich was bringen tut es wahrscheinlich nicht. Also, dass wir die jetzt die Goblins in den Nahkampf gehen. Aber wir. Die puffern auf jeden Fall schon mal ein paar Zauber. Besonders da wir in der anderen, in der letzten Folge so ein bisschen Probleme gekriegt haben und einer ist schon tot. Ach. Auch da hat der Zauber aufgezogen oder hat er die tot gemacht? Schon mal ihn tot. Ja, so lässt sich das hier leben. Haben wir noch irgendeinen anderen Zauber, der hier zu irgendeiner Form Unterstützung bietet? Nö. Man könnte jetzt hier natürlich einen Eissturm noch einzaubern. Ja, das probiere ich mal. Ich probiere mal, hier jetzt einen Eissturm hinzuzaubern. Ach, von da aus geht das, das ist super. Das heißt, der ist weg. Befehle in Ordnung. Ja. Da ist einer, der jetzt zaubert fleißig. Wir machen das Ganze nochmal, zaubern hier jetzt einen Eissturm hin. Und dadurch kommen die beiden in Bedrängnis. Geh mal ein bisschen weg hier. Du auch. Dann kriegt ihr nämlich beide Klingen ab. Der Ritualist hat keine Zauber mehr, weil er die an unseren Viechern verbraucht hat. Und unsere Nahkämpfer haben jetzt leichtes Spiel mit den beiden noch. Ja, komm schon.
Und den Rest, der da noch ist, den kriegen wir so hin. Da dürfte eigentlich ja nichts mehr sein, großartig. An Gegner, ein paar UNT-Kämpfer hier noch, die eigentlich relativ schnell erledigt sind. Du gehst auch eben auf Klinge dafür. Dann sparen wir deine Zauber, deine Pfeile. Vikare kann sich mal eben zur Seite stellen. Wir werden, bevor wir diese Ebene verlassen, eh nochmal rasten. Was Stärkeres dürften wir jetzt hier auch nicht mehr bekommen. Ja, können wir speichern? Ja, kommen wir, super. Dann werden wir uns dieser Statue einmal annehmen. Vorher werden wir hier nach das Fallen suchen. Haben wir hier was? Nö. Was ist das denn? Rotgoldenen Stoff. Ja, gut, dann öffnen wir sie. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Den können wir nicht benutzen. Hügelriesenstärke. Nur von Kriegern. Nur Krieger. Das heißt, nur du darfst den benutzen. Okay. Und du bist nicht identifiziert. Kannst du den identifizieren, den Trank? Nein, kannst du nicht. Was ist denn? Ach, das ist ein ganz einfacher Dolch. Den können wir mal wechseln. Dass du hier immer ein bisschen Platz hast. Ja, keine Ahnung, was wir da abgegriffen haben. Das werden wir noch rausfinden. Definitiv. Jetzt gehen wir erstmal hier hin wieder zurück. Schauen uns hier unten noch eben an, ob da was ist. Und dann können wir hier über den Eingang wieder reingehen. Das ist ja nicht das Problem. Hier ist auch noch ein Raum. Ah, hier ist noch auch nur Bücher. Wahrscheinlich war es das ja auch schon. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal wieder zurück, weil da oben ist ja auch noch ein Raum. Hier unten war nichts mehr so weit. Soweit ich mich erinnere. Na, gucken wir hier nochmal eben rein. Habe ich da gerade was bewegen sehen? Ja. Da habe ich die die Heilerin ist da noch. Na kommt. Haut sie tot. Die wehrt sich ja eigentlich gar nicht mehr. Jetzt, so kurz vorm Ende. Ja. Gibt aber nichts. Naja, gut. Hier oben ist noch was. So, was ist hier oben? Ach, das ist auch der Gang hier durch. Na, das ist ja mal was. Also alle Wege führen ins Esszimmer sozusagen. Hier unten die Räume haben wir ja schon, haben wir die schon durchsucht. Da war nichts. Hier hatten wir die Räume auch durchsucht. Da unten geht's weiter, also gehen wir hier oben lang. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist ja noch ein Elite-Kämpfer. Die machen wir mal eben schnell mit Nahkämpfen. Nahkampfangriffen platt. Und du darfst nochmal deine magischen Geschosse auspacken. So, nochmal. Ich höre. Ah, erledigt. Das Ding war schnell erledigt. So, da ist noch was zum Durchsuchen. Tränke. Und ansonsten ist hier nur noch die Statue. Das speichern wir natürlich eben einmal vorher, bevor wir die jetzt aufmachen. Oh, Karten. Oh, wenn das die Karten sind, ich denke, dass sie sind, freue ich mich gerade. Ja, das ist in Ordnung. Denke ich. Ja, erledigt. Jawohl. Ja, das ist. Und du nimmst mal die Tränke auf. Schauen wir. Ach, den hatten wir schon. Was ist das? Brandöl. Okay, das ist eine Waffe. Und die Karten packen wir hier runter. Oh, bitte lass es in Karten spielen. Muss man das gleich erstmal identifizieren. Das können wir dann in Ruhe in einer. In der Stadt machen, denn hiernach kommt nur noch eine Ebene. Und ich sehe, wir haben verdammt wenig Pfeile nur noch übrig. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Deswegen bleibst du erstmal auf Klinge. Ja, wir müssen halt viel verkaufen auch später. Naja, aber mit das Kartenspiel, also wenn es das ist, was ich denke, was es ist, dann hat sich das hier gerade richtig gelohnt. Also das ist ein
Richtung geil ist, dann sind wir hier eigentlich fertig und können hier Richtung Ausgang gehen. Wir können uns dann die letzte Ebene, müsste das auch schon sein, vom Drachenauge anschauen. Da wollen wir doch mal gucken. Wir hatten ja schon ganz kurz einmal die Reaktion gesehen, die hier war, aber wollen wir uns jetzt nochmal genau angucken. Diesmal gehen wir nämlich weiter.